Eine 18-jährige Frau kämpft plötzlich mit Krämpfen, Epilepsie und Depressionen. Was ist die Ursache? Wir finden es heraus in einer neuen Fallbesprechung mit Dr. Janssen Rossek, Umweltmediziner, Infektologe und Tropenmediziner. Mehr zu ihm und seiner Herangehensweise findest du unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht die Detektivarbeit los. Was für ein spannender Fall. So ein junges Mädchen, es kommt zu Ihnen in die Praxis mit vielen Fragen im Rucksack und noch viel mehr Beschwerden. Was waren die ersten Fragen, die Sie sich gestellt haben und die Sie dieser jungen Dame gestellt hatten? Ja, ich war überrascht von Ihrem Auftritt. Die Mutter war gleich dabei. Oft kommen ja die Patienten mit ihren Müttern. Die Mutter, eine sehr kluge, engagierte Frau, Ärztin selbst, sehr informiert. Und dann bin ich ja doch bescheiden, muss ich sagen, immer wieder und sage mir dann, wie kommt das, dass der Weg immer wieder dann zu mir führt in so einer Sache. Und es sieht anfangs aus wie so eine Wuhlung, wie wir beim Segeln sagen, wenn also die Seile völlig verknotet sind. Und die Aufgabe ist dann eigentlich immer dieselbe, wie bekommt man das Ganze wieder vernünftig auseinander und wie, wo sieht man, wo ist Anfang und wo ist Ende. Und diese junge Frau kommt halt zu mir auch durch die Mutter motiviert, die hatte mich gefunden. Und alle wollen natürlich gesund werden, das ist ja klar. Und das Problem ist oft, dass über die Zeit, vor allem wenn die Beschwerden so heftig sind und wenn man richtig von ganz oben nach ganz unten in einem durchfällt und aus der klugen, sehr guten Schülerin, die schon vor dem Abitur natürlich ihre Weltreise geplant hatte, eine ängstliche, teils verwirrte, depressive junge Frau wird, die wieder zurück ins Bett der Mutter kriecht. Weil wir wissen, dass einige Angstzustände, besonders auch Trennungsängste sind und dann muss man einfach zurück zu dem man das meiste Vertrauen hat. Und das ist immer die Mutter und das ist nie anders. Und das war schon sehr beeindruckend. Und sie erzählt dann, ich stelle immer erst die Fragen, wie ist das gekommen, was hat sich ergeben? Zunächst gucke ich mir natürlich die Symptome an, Depression, öfter schon Ängste, Verwirrtheit, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, enorme Erschöpfung. Dabei sind oft auch Konzentrationsstörungen, die an der Schule besonders auffällig sind. Ne? Aber was auch aufgefallen war, Krämpfe. In welchem Bereich waren die Krämpfe? Arm zum Beispiel. Ah ja. Mhm. Muskelkrämpfe, ja. Mhm. Epileptische Anfälle, würde man erstmal so sagen. Es gibt da ja Graduierungen. Ich will da im Einzelnen jetzt nicht drauf eingehen, aber es gibt große Anfälle, Grand Mal genannt. Und am Anfang war das relativ harmlos und dann hat sich das aber auch zu großen, schweren Anfällen eben halt entwickelt. Und was auch immer tragisch ist, das sehe ich auch immer wieder, sie hatte den ersten Freund und als sie den ersten großen Grand Mal-Anfall hatte, da hat er sich sofort von ihr getrennt. Also sich das Elend anzugucken, wie dieses Mädchen da so einen Krampf hat, das wollte er nicht und hat sich sofort getrennt. Das führt dann natürlich auch zu einem extremen Stress. Ja. Können Sie sich ja vorstellen, wenn das der erste Freund ist. Und man versteht natürlich auch nicht, wie sowas möglich ist. Das muss man aber hier an dieser Stelle wieder sagen. Das trägt natürlich nicht dazu bei, dass das Immunsystem sich freut. Und es wird also noch schwächer. Und das höre ich so oft, Dr. Janssen Rossek, das höre ich so oft, dass gerade Menschen, die in so einer vulnerablen Situation ihres Lebens sind, dass sie dann noch obendrauf verlassen werden. Das ist natürlich der Super-GAU. Ja, auch unerklärlich, aber wir finden es immer wieder, wir müssen da auch immunologisch natürlich drauf eingehen. Wir wissen, dass das den Zustand dann dramatisiert, verstärkt. Stress, immer noch mal zur Erinnerung, hebt den Cortisolspiegel an. Cortisol schwächt das Immunsystem. Das ist der Zusammenhang, den man immer wieder sehen muss. Und wir schauen ja in unserer Praxis immer wieder auf die Ursache, die meistens, fast immer eigentlich, Infektionen ist. Auch hier hatte ich natürlich einen Verdacht, kann das eine Infektion sein? Noch sind wir nicht so weit. Wir schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt hat. Das Problem ist, wenn man eben halt wieder bei der Mutter ins Bett kriecht, möchte man natürlich eigentlich lieb sein, aber das gelingt diesen Patienten oft nicht. Oft sind die Symptome relativ überschneidend oder ähnlich, egal was die Ursache jetzt war. Das heißt, das Mädchen ist auch noch gereizt. Das heißt, es gibt dann auch noch Streit in dieser Situation. Das muss ich als Mutter dann auch noch aushalten. Das heißt, ich biete ja Hilfe und dann werde ich noch beschimpft. Das ist kein Widerspruch, sondern das ist die Folge eigentlich von der Erkrankung. Das muss man sehen, ja. Klar ist das mit vermindertem Antrieb verbunden, was sie da hatte. Sie hat schlecht geschlafen, hatte enorme Schwäche, Schwindel, Druckgefühl im Unterbauch. Sie hatte auch eine Blasenreizung, hatte mal eine Nierenbeckenentzündung, die übrigens ja sehr schmerzhaft ist, hat auch Ausfluss.
schmerzhaften Zyklus. Auch das spricht schon dafür, dass da irgendwas im Immunsystem rumort, will ich mal sagen. Unregelmäßig, hatte aber auch eine Kupferspirale. Wir fragen nach all diesen Sachen. Ja? Das heißt, wir gucken ja nicht nur auf die Beschwerden, sondern wir gehen einmal ganz durch alle Gebiete der Medizin. Auch das ist die Stärke unserer Praxis. Wir sagen nicht, wir sind Neurologe, ich bin auch kein Neurologe, aber wir gucken uns die neurologischen Symptome an, die möglicherweise im Rahmen der Zusammenhänge eine Rolle spielen. Wir gucken auch uns die internistischen Fragen an, natürlich die immunologischen, die toxikologischen. Und wir wollen auch natürlich wissen, wie das Milieu ist und welche Mängel da sind. Also Mineralstoffmängel, Vitaminmängel spielen eine ganz große Rolle bei uns. Denn die sind auch oft Folge dieser Erkrankung. Sicher kann man in Mineralmangel geraten oder in Vitaminmangel und wird dann krank. Aber wir sehen das oft eben halt im Zusammenhang. Oft ist aber der Vitaminmangel alleine nicht die Ursache dieser, wir sehen ja, komplexen Erkrankung. Wir sehen auch Mundgeruch, interessanterweise, immer verstopfte Nase, Herzstechen, ja, Herzrhythmusstörung sogar. Das ist schon mal ein Eingriff in den Körper, wenn das Herz auf einmal nicht mehr richtig schlägt. Und was auch auffällt, sie friert schnell und hat kalte Hände. Sie hat Kribbeln in den Händen, teilweise auch in den Füßen. Und sie hat einen Hautpilz, was ja gar nicht oft da ist. Wir sehen also, wir haben enorme, komplexe Dinge, die da als Symptome imponieren. Da ist man erstmal verwirrt. Also jetzt haben wir wirklich ein riesengroßes Wollknäuel, will ich mal sagen, vor uns. Und da sind hunderte von Knoten drin. Und man bekommt das nicht so einfach auseinander. Die Vorgeschichte, ja, sie ist sehr häufig geimpft worden, hat teilweise auf die Impfung auch leicht reagiert. Jetzt aber kommt etwas, sie hat öfter Stürze gehabt, wo sie gleich auf den Kopf geschlagen ist. Wir nennen das Schädel-Hirn-Trauma. Ja? Und das zieht sich durch die ganze Geschichte durch. Relativ häufig schon fängt das an. Ich will das mal eben kurz zusammenfassen. Ich glaube, der erste schwere Sturz war beim Rumkaspern auf der Straße, Platzwunde am Hinterkopf. Das war ein paar Jahre, bevor sie zu uns kam. Dann kam das zweite Schädelhirntrauma, Sturz in der Schule auf den Hinterkopf. Dann kurz danach, ungefähr ein halbes Jahr danach, Absturz an der Felswand, 15 Meter tief. Oh, wow. Im Urlaub in Italien abgestürzt. Hatte eine schwere Commotio, also eine Gehirnerschütterung. Dann kurz danach, das ist ja schon merkwürdig, warum stürzt das Kind so oft? Immer wieder Kopfschmerzen nach erneutem Sturz im Sommer auf den Kopf. Da wurde sogar eine Blutung im Kopf ausgeschlossen. Also jetzt haben wir schon 4 schwere Schädel-Hirn-Traumen. Und dann kommt nochmal, nachdem sie den ersten Freund da kennengelernt hat, bekommt sie wieder irgendwie Gleichgewichtsstörung. Ich weiß nicht ganz genau, das konnte sie auch nicht so genau erinnern. Und zwar ist sie mit dem Nacken auf eine Tischkante gestürzt. Okay. Das war das 5. Trauma. Und jetzt wird man natürlich leicht verursacht, sofort das als Ursache zu erkennen. Auf jeden Fall ist das natürlich nicht gut für den Kopf. Trotzdem ist das nicht die Ursache. Jetzt gehen wir, und das ist auch wichtig für Sie zu wissen, die gesamten Kompartimente sozusagen der Medizin durch. Mhm. Wir nehmen also Blut ab und wir messen vor allen Dingen das Wichtigste. Wir haben ja gerade gehört, das Kind friert, hat kalte Hände. Wir messen die Körpertemperatur. Das ist zentral bei uns, denn die Basaltemperatur, so nennt man die, ist entscheidend wichtig, denn sie zeigt uns, kommt das Schilddrüsenhormon an, in der Menge, und kann es auch verarbeitet werden am Rezeptor. Mhm. Und da finden wir immer wieder, und das war in diesem Falle auch so, sie hatte eine Temperatur, wenn ich mich recht erinnere, zwischen 36,2 und 36, maximal 36,7. Das ist einfach viel zu wenig. Denn sie muss mindestens 36,8 im Durchschnitt haben. Also kann man schon mal vermuten, sie hat eine Schilddrüsenunterfunktion, wie auch immer die gestaltet ist, Typ 1 oder 2. Da wollen wir jetzt hier ja sowieso nicht drauf eingehen. Wir machen es nicht so kompliziert, aber da stimmt irgendetwas mit der Schilddrüse nicht. Und das zieht natürlich die gesamte Gesundheit nach unten. Ja, man ist müde, man ist unkonzentriert, man ist mangeldurchblutet, das Immunsystem funktioniert nicht, auf der zellulären Ebene läuft es nicht ab, die Enzyme können nicht spalten, denn dafür braucht man auch Energie. Also wir haben mannigfachige Symptome, die alleine nur daran hängen. Und das Wichtige ist, ich hatte es schon gesagt, dass die Schilddrüse eben halt auch das Immunsystem triggert in seiner Stärke. Ja? Und ich hatte auch gesagt, wenn sie jetzt natürlich Stress hat, weil der Freund jetzt auch nicht sich auch noch getrennt hat, dann wird das sicherlich nicht besser, sondern eher noch schlechter.
Die Symptomatik ist nun so kompliziert, neurologisch und teils auch psychiatrisch mittlerweile. Sie hat ja diese extremen Ängste, die Depressivität, hatte ich schon gesagt. Dann kommt irgendwann natürlich der Psychiater ins Spiel und dann wird entsprechend auch ein Medikament verordnet. Und sie hat ja dann auch diese Anfälle bekommen, bis eben zu dem ersten großen Anfall, wo der Freund sich gleich getrennt hat. Das muss man natürlich dann verhindern, weil immer mit dem großen Anfall sind natürlich Verletzungsgefahr wiederum, wie diese Traumata. Ich kann bis heute nicht sagen, ob die möglicherweise damit irgendwie im Zusammenhang stehen, denn jemand, der so oft fällt und dann auf den Kopf, der hat ja irgendeine Koordinationsstörung. Ob das schon mit dazu beigetragen hat, dass sich das so entwickelt, ist die Frage, die kann man letztendlich nicht lösen. Das ist auch gar nicht so entscheidend wichtig. Sie bekommt also, und so kam sie zu mir in die Praxis, jetzt schon Beruhigungsmittel. Und natürlich auch Antiepileptika, so heißen die Mittel, die man gegen diese Krämpfe vorbeugend einsetzen kann. Ja? Wenn man das Labor betrachtet, sie hat eigentlich gar keine groß auffälligen Werte, die sagen, die hat eine Schilddrüsenunterfunktion. Das heißt, das versteckt sich dann in den Rezeptoren. Das ist für uns wichtig, weil wir differenzieren das. Deshalb gehen wir über die Temperatur. Ja, das machen viele gar nicht, weil für die ist der Laborwert entscheidend und dann heißt es, du hast nichts. Aber dann friert man auch nicht. Wenn man eine vernünftige Schilddrüse hat, die auch entsprechend Hormone produziert, die dann auch aufgenommen werden über die Rezeptoren und zur Wirkung kommen, dann hat man keine niedrige Temperatur und friert auch nicht. Ne? Ja, sie hatte auch wesentliche Mineralstoffmängel. Das wird ja bei uns dann auch angeschaut. Und dann gucken wir natürlich, Sie ahnen es schon, natürlich auf die Infektionen. Genau, ja. Das ist nicht immer einfach. Warum? Weil wir natürlich im Rahmen von bestimmten Immunvorgängen, die erstmal ja gar nicht klar sind, wir haben ja noch da gar keine Fragen gestellt, möglicherweise der Körper nicht mehr so gut Antikörper produzieren kann. Wenn ich also jetzt das Serum, was wir wegschicken, oder das Blut, kann man sagen, ins Labor schicke, dann sagt er, ja, die haben, sag mal, sagt der Laborarzt, die hat eigentlich nichts, denn sie hat ja gar keine Antikörper. Das ist eine nächste Falle, in die man tappen kann. Also hier hatten den ersten Wert, nämlich den Schilddrüsenwert, der war nicht auffällig sozusagen, nur die Temperatur, machen die anderen nicht. Da muss ich kurz unterbrechen, Herr Dr. Janssen-Rosek, weil das ist genau der Fall, wo so viele chronisch Kranke dann eben auf die Psychosomatik-Schiene gesetzt werden. Genau an diesen Punkten. Auf die Laborwerte geschaut, man findet nichts, hier Antidepressiva. Und Sie sagen jetzt glasklar, nein, wenn wir den Körper betrachten, wenn wir die Temperatur anschauen, dann müssen wir wissen, dass da etwas im Ungleichgewicht ist, ganz klar. Das heißt, es liegt dann an Ihnen, weil Sie der neugierige Arzt sind, da weiter zu forschen. Das ist sehr spannend. Ich will mal so sagen, das ist schon schön zusammengefasst. Ich will es noch etwas krasser sagen. Wir haben ein anderes Paradigma. Das heißt, ich lasse natürlich psychosomatische Krankheiten zu, wenn die da sind. Ich lasse auch psychiatrische oder schwere neurologische Krankheiten zu. Warum nicht? Aber ich stelle vorher die Fragen, die ich jetzt ja auch im Einzelnen nochmal erklären werde, die ausgeschlossen werden müssen. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn wir ein Mädchen haben hier, die eine Untertemperatur hat, dann müssen wir wissen, dass jemand mit Untertemperatur zu 50% depressive Symptome haben kann. Der kann auch eine richtige Depression haben. Das heißt, auch in der Psychiatrie befinden sich 50% circa, ich will mich jetzt da nicht festlegen, aber sagen wir mal, damit man es auch versteht, 50% Menschen, die eine Unterfunktion der Schilddrüse haben. Es gibt also eine echte Assoziation zwischen der Unterfunktion der Schilddrüse, kalte Hände, kalte Füße, niedrige Temperatur, zu niedrige Temperatur, unter 36,8, um das nochmal zu wiederholen, und diesen psychischen Erkrankungen. Entweder direkt oder indirekt. Denn ich hatte eben gesagt, das Immunsystem ist ja offensichtlich hier auch mit betroffen, geschwächt. Und das heißt natürlich, wenn man die Katze aus dem Haus nimmt, dann springen einem die Mäuse über Tisch und Bänke. Und die Katze ist die hohe Temperatur. Und das muss man wissen. Und das verführt uns natürlich jetzt, wieder dieselben neugierigen Fragen zu stellen. Kann denn da irgendetwas hinterstecken? Und die Literatur gibt bei epileptischen Anfällen natürlich auch infektiöse Ursachen zu. Das heißt, die finden wir. Das ist mir ja bekannt. Die Literaturstellen habe ich ja alle gesehen, also eigentlich alle, die wichtig sind und die zeigen, was kann ich denn durch Infektionen bekommen? Und das ist immer die Kernfrage bei uns. Ja, das Kind kann ja durchaus eine psychische Störung haben, aber wir wollen wissen, ob die primär oder sekundär ist.
Und wenn ich diese Fragen nicht stelle, wenn ich dann die entsprechenden Laborausschlüsse nicht mache, auch der tiefe Blick zum Beispiel in das Immunsystem, den wir jetzt noch raffinierter machen können, denn wir untersuchen die Immunbotenstoffe, die Zytokine und nicht um so einem ganz speziellen Profil. Das ist jetzt neu. Ja, das ist fantastisch. Dann kann man nicht nur einen Wert anschauen, sondern ich kann mir das ganze Bild machen. Denken Sie dran, dass die Bilder im Computer ja auch aus kleinen Pixeln zusammengesetzt sind. Und je mehr Pixel ich habe, desto besser wird das Bild. Und im Grunde ist das so praktisch so ein raffiniertes Pixel vom Immunsystem. Und dann auf einmal sehe ich, wenn ich 20, 25 Werte auf einmal bestimme, Immunprofil, Zytokinprofil heißt das, dann kann ich auf einmal sagen, sieh an, ich sehe das Bild. Sie können sich vielleicht an die Zeichnung von früher erinnern, wo man so Punkte hatte, Nummern, und die musste man verbinden. Wenn man die richtig verbindet, dann sieht man auf einmal das Bild. Das ist ein Gesicht oder ein Tiger oder eine Eule, ja, oder eine Katze. Aber wenn man die nicht richtig verbindet und auch wenn man draufschaut aufs Bild, wo man nur die Punkte sieht oder die Nummern sieht, ja, die sind ja dann durchnummeriert und man geht das einfach an. Die Kinder haben das zur Vereinfachung in der Durchnummerierung. 1, 2, wenn sie zählen können, 3, 4, 5 und ziehen den Strich mit dem Bleistift oder mit einem farbigen Stift, dann sieht man auf einmal auch, das ist ja eine Katze. So machen wir das auch. Und wenn wir dann eben die Punkte alle haben und das sehen wir in diesem Zytokinprofil, dann können wir eine Aussage sagen, guck mal an. Zwar haben wir keine Antikörper so direkt jetzt erstmal gefunden im ersten Durchgang, aber wir sehen das Bild. Da ist ja ein Bild, das Immunsystem bildet etwas ab. Und dann wissen wir, da läuft ein Vorgang, ein Immunvorgang, und der ist fast immer durch Infektionen verursacht. Das haben wir natürlich bei ihr auch gemacht. Wir haben uns das angeguckt und haben unter anderem bei der komplexen Untersuchung des Blutes auch festgestellt, das Mädchen hat ja auch noch dickes Blut. Da stimmt ja auch mit dem Blut etwas nicht. Das heißt, die hat ein zu dickes Blut, was ja auch langsam fließt dann nur, was auch in den Kapillaren, den feinen Gefäßen des Gehirns dann zu Stauungen führen kann. Dann hat man plötzlich zu wenig Sauerstoff, dann kann ich auch Schwindel bekommen, ja, durch eine Sauerstoffunterversorgung. Und ich kann mich schlechter konzentrieren, denn zum Denken braucht man Sauerstoff. Ja, deswegen soll man ja, wenn man stundenlang arbeitet und sich konzentriert, soll man mal rausgehen, kurz Sport machen, sich bewegen, damit das Gehirn wieder durchblutet wird. Ist das Blut aber zu dick, dann läuft dieser Durchblutungsvorgang nicht. Meine Mutter hat immer gesagt, die ja Ärztin war, bis zum 85. Lebensjahr ihre Privatpraxis gemacht hat, die hat immer gesagt, Kreislauf. Das kommt von Kreisen und Laufen. Und wenn das Blut nicht kreist und nicht richtig läuft, dann hat der Patient Beschwerden. Das war also wichtig. Und wir sind so tief mit den Zytokinen, über die eine schöne Arbeit mal gesagt hat, the cytokines makes the blues. Also diese Zytokine, diese Botenstoffe des Immunsystems, die für uns diese kleinen Nummern darstellen oder die kleinen Punkte, aus denen wir das Bild dann hinterformen können. Makes the blues. Das heißt, wenn die erhöht sind, was wir hier nachgeprüft haben und gefunden haben, dann you get the blues. Das heißt, dann wirst du depressiv. Das heißt, wir können über das Cocktail, das ist ja nichts anderes als die Bar im Hotel oder direkt die schöne Bar, die man aufsuchen kann, wo aus 20, 30 verschiedenen Spirituosen ein leckerer Drink gemixt wird. Da kann ich einen Sundowner haben oder einen Whisky Sour oder was auch immer. Und das schmeckt immer anders, aber die Wirkung im Kopf, die kennen wir ja. Und so ist das auch im Immunsystem. Da gibt es eine Immunbar und wenn da ausgeschenkt wird, und das wird ausgeschenkt von dem Barkeeper, wenn man infiziert ist, dann hat man the blues sozusagen im Kopf. Dann wird man depressiv, dann ist man unkonzentriert oder vielleicht auch, wie ich es eben gesagt habe, gereizt. Ja, Gereiztheit ist auch so, ist nicht, weil die Mädchen zickig sind grundsätzlich, sondern die sind dann zickig, wenn die den Blues haben sozusagen, wenn da oben die Botenstoffe zeigen, da stimmt irgendetwas nicht. So haben wir bei diesem Kind auch gefunden, eine Neuroinflammation. Das ist also eine Entzündung des Gehirns. Ja, die Entzündungen entstehen ja immer durch Infektionen. Man darf nicht bei dem Begriff Entzündung bleiben. Das ist leider heute der Fall. Das ist ganz schick geworden. Das ist en vogue, will ich mal sagen. Das ist eben die Silent Inflammation. Das klingt ja wunderbar. Die stumme Inflammation, die stumme Entzündung. Ich lehne das ab. Ich sage, wo kommt die denn her? Ja, die ist ja gar nicht so stumm. Und um den Mund wieder aufzumachen, damit die nicht so stumm ist und auch redet mit uns oder das Immunsystem mit uns redet, machen wir genau dieses Profil und sehen dann, das ist eine ganz spannende Sache, was ist im Immunsystem wirklich los? Und das haben wir bei ihr geprüft. Und siehe da, dieses Kind hat auch noch einen speziellen Parameter oder mehrere sogar, die uns zeigen, die hat ja eine richtige Infektion vielleicht, das wussten wir noch nicht so genau, aber sie hat eine Inflammation, eine Entzündung im Gehirn. Dafür gibt es nämlich spezielle Stoffe, die auch erhöht sind. In diesem Falle war das so der Fall. Was wir auch gefunden haben,
dass sie wohl Halsentzündungen hatte und dass die Halsentzündungen auch ihre Spuren hinterlassen haben. Das kann man auch prüfen. Und dann neigen diese Kinder, die frieren, die neigen nämlich zu häufigen Halsentzündungen. Die haben manchmal auch Mittelohrentzündung oder im Wechsel. Mittelohrentzündung, Halsentzündung. Und wir hatten eben schon gehört, das Kind hat ja auch einen Hautpilz. Wer hat den Hautpilz? Ich sage es ganz einfach. Wenn ich einen Baum da stehen habe im Wald, eine Buche, wunderbar, 200 Jahre alt, dann sägt man die ab, dann fällt die um. Was passiert? Die Säfte fließen nicht mehr. Das Immunsystem des Baumes ist zerstört. Er liegt da, das hält er vielleicht noch eins, ja, vielleicht zwei, drei Monate aus. Und dann kommen die Pilze, weil sein Immunsystem zerstört ist. Und jetzt setzen sich die Pilze drauf. Bei dem Kind, klar, kalte Hände. Wir hatten über die Schilddrüse so gesprochen. Immunsystem ist gereizt. Auch das ist gereizt. Es ist aber auch geschwächt gleichzeitig. Kann nicht richtig agieren. Das merkt der Pilz und setzt sich wie auf die Buche auf dieses Kind. Und sie hat die Haut mit Hautpilz besetzt. Das heißt, schon die Pilzinfektion der Haut ist schon ein Zeichen, da stimmt irgendwas nicht mit dem Kind. Und wenn man dann fragt, das haben wir ja gemacht, hast du öfter Halsentzündungen gehabt? Ja, sagt die Mutter, bestätigt. Das Ganze hat ja schon eine Zeit gedauert. Ist ja nicht so, als wenn nichts gemacht worden ist. Also in der Vorgeschichte hat sie schon viel, viel versucht. Sie hat mit allen möglichen Dingen, also auch Antibiotika hat sie bekommen. Sie hat sogar Phyto, also Pflanzenpräparate bekommen, Artemisia, sie hat Karde genommen, sie hat Katzenkralle genommen. Also alles Dinge, die man heute, wenn man im Internet, wenn man krank ist, unterwegs ist, alles schon längst kennt. Ja, da wird dieses probiert und das probiert, aber es hat nie den richtigen Durchbruch gegeben. Was ist also hier los? Mhm. Wir haben dann eben halt ziemlich raffiniert gearbeitet, haben die ganzen Sachen zusammen interpretiert und haben dann gesagt, erst muss mal aufgebaut werden. Sie hat so viel Mängel, da fehlte eben halt alles Mögliche. Und sie hat wirklich eine sehr intensive Aufbautherapie erstmal bekommen. Denn wir gehen davon aus, wenn der Patient einen geschwächten Körper hat, und wir haben ja gehört, auch die Schilddrüse funktioniert nicht richtig, dann muss man da unterstützen und muss dem Patienten die Kraft für die Therapie geben. Mhm. Dafür müssen die Mineralstoffe aufgefrischt werden, dafür müssen die Vitamine aufgefrischt werden. Das Immunsystem wird durch die Stützung der Schilddrüse und der Funktionen, die damit verbunden sind, eben halt entsprechend in diesem Falle bioidentische Schilddrüsenhormone, wird das Kind überhaupt erstmal in die Lage versetzt, eine anstrengendere antiinfektive Therapie durchzuhalten. Wenn wir sehen, dass ja schon eine Vorbehandlung bei ihr gemacht worden ist, dann fragt man sich ja, warum hat das denn nicht gewirkt? Entweder war das nicht das richtige Mittel, es ist nicht hochdosiert genug oder nicht lang genug eingesetzt worden. Oder was in diesem Falle wichtig ist, das war ja wohl ein Problem, was im Kopf bei dem Kind war. Und da kommt man eben halt mit den oralen Präparaten, mit Kapseln, mit Tabletten und so weiter, mit Tröpfchen oder auch mit Phytopräparaten, Pflanzenmitteln, kommt man nicht so gut ran. Das ruft dann, wie das übrigens ja bekannt ist, wenn jemand eine schwere Lungenentzündung hat oder wenn jemand andere Erkrankungen hat, Entzündung in den Knochen und so weiter, dann muss man Infusionen geben. Das bedeutet also, wir haben dann gleich, nachdem die Aufbautherapie gelaufen war, der Mutter gesagt, wir müssen, um da weiterzukommen, eben halt jetzt eine Infusionstherapie mit Antibiotika machen. Da haben wir ja keine Berührungsängste. Die Mutter hatte das auch nicht, das Kind auch nicht. Und so konnten wir dann rangehen und sind dann mit drei Antibiotika rangegangen und haben dir drei Antibiotika zwei Wochen erstmal IV gegeben und dann auch noch im Wechsel. Und man glaubt es nicht, schon nach 5 Tagen IV-Antibiose hatte sie nur noch wenig Kopfschmerzen und die Krämpfe in den entsprechenden Stellen, also insbesondere im Arm und auch die Ängste und die Panikattacken sind dann deutlich angestiegen erstmal. Das ist für uns eine Heilungsreaktion, das ist ganz wichtig. Das kommt sehr häufig zustande. Und das ist für den Patienten und auch für die Angehörigen erstmal ein Schock. Das ist ein super Schock. Das ist einfach der erste Moment, wo diese ganzen Neurotoxine losgelöst werden. Und dann, also es ist ja einfach diese Erstentgiftungsverschlimmerung und man denkt sich dann so, oh nein, nein, was soll das? Also das ist ja auch bei, ich habe ja die Selbstheilung gemacht mit verschiedenen Pflanzensachen. Ich war nicht so schwer betroffen wie die junge Dame, die Sie jetzt hier in dem Beispiel erzählen. Deswegen haben bei mir schon Pflanzensachen geholfen. Aber in dem Moment, wo das eben passiert,
ist genau das, was Sie ansprechen. Das ist so ein Schock. Und ich nehme an, weil Sie wissen, ah, das ist jetzt das und das, können Sie auch genau mit dem Patienten dann Sie in diesen Prozess mit reinnehmen und sagen, wow, super, das ist ein gutes Zeichen. Aber Sie bringen es jetzt sehr schön rüber, euphorisch, aber das ist ein ganz schwerer Prozess. Denn Sie dürfen nicht vergessen, wir haben hier jemand, der wirklich von seinem, wir haben das früher immer gelernt, in Französisch, ein Piedestal, also der saß ja auf einem ganz hohem Level, er hat Abitur jetzt bald, jetzt kann ich reisen, jetzt bin ich frei. Also, und dann fällt man so tief und jetzt geht man auch noch zum Arzt und hat das Vertrauen, auch den muss man sich auch noch suchen und dann macht er einen noch kranker. Das ist ganz schwer und man darf auf der einen Seite nicht so viel sagen vorher, dass es schon mal schlimm werden kann. Das hat ja auch einen negativen Effekt. Das macht dann Angst, das wollen wir natürlich nicht. Aber damit umzugehen, dann zu motivieren, das ist ein großes Stück Arbeit. Man ist froh, wenn man dann die Mutter dabei hat. Die kennt natürlich auch genau die Dialoge. Wie gehe ich mit meinem Kind um sozusagen? Das ist wunderbar gewesen. Diese Frau hat eine tolle Arbeit zusammen mit uns geleistet. Sonst hätten wir das auch nicht so einfach schaffen können. Und wenn wir jetzt sehen, warum haben wir überhaupt so viele Antibiotika gegeben? Was soll das denn? Ja, was hat das Kind denn? Das stirbt doch nicht und hat doch keine schwere Lungenentzündung und über 40 Fieber oder so. Ja, wir haben aber herausgefunden, da lagen mindestens 5 Infektionen, die aktiv waren, im Hintergrund, um die sich noch nie einer gekümmert hatte. Sie hatte ja auch Darmbeschwerden. So haben wir uns natürlich sehr intensiv auch um die Darmtherapie gekümmert. Sie hatte Yersinien. Das ist ein sehr häufiger Keim, den man sich holen kann bei gegrilltem, eingelegtem, mariniertem Fleisch. Ich habe schon mal, glaube ich, darüber gesprochen an anderer Stelle. Natürlich unser alter Vertreter, die Borrelien waren wieder aktiv. Sie hatte viele, viele Zeckenbisse, manchmal bis zu 6 Stück auf einmal. Das war uns natürlich vorher klar. Bartonella. Wir wissen es schon, die Katze spielt wieder eine Rolle dabei und das hat uns also auch nicht gewundert. Aber ganz entscheidend wichtig ist eben halt noch, sie hat auch Streptokokken noch versteckt in den Mandeln, in Rachenmandeln, in den Krypten sozusagen, die einen ständigen Stimulus auf das Immunsystem ausüben, den man sehen kann, den man messen kann, den man auch quantifizieren kann. Und das führt eben halt zu nun ganz wichtigen Phänomenen. Das hat dann auch noch dazu geführt, dass wir ihr Blut nämlich noch nach Amerika geschickt haben. Ja, weil das kann, was wir jetzt untersucht haben, ist eine ganz spannende Sache. Deshalb habe ich auch bewusst eben halt dieses Mädchen hier erwähnt in unserer Vorstellung. In Amerika kann man herausfinden, was man nur an dieser Stelle kann, ob es bestimmte Autoantikörper gibt, also eine Aktivität unseres Immunsystems gegen unsere eigenen Funktionsgewebe, in diesem Fall das Gehirn. Und wenn das der Fall ist, kommt es zu relativ komplizierten, komplexen neurologisch-psychiatrischen und kognitiven, also Denkstörungen sozusagen. Und ich habe gesagt, der Verdacht ist sehr hoch, dass die verschiedenen Symptome, die sie hat, unter anderem auch die Anfälle, die sie hatte, dass die durch diese raffinierten Autoantikörper, die man wirklich nur da drüben in diesem Labor feststellen kann, für viel Geld, hat über 1.000 Euro gekostet, alleine nur diese Untersuchung, dass ich also dafür plädiere, das dahin zu schicken. Und ich war erfreut und die Familie natürlich auch, als das dann positiv aus Amerika wiederkam. Und das bedeutet, sie ist also nicht nur entzündet, sie hat nicht nur Infektionen, sondern ihr eigenes Immunsystem attackiert auch noch ganz bestimmte Areale im Gehirn. Man nennt das die Basalganglien. Kann man ja mal nachgucken, wenn man will. Ich will im Einzelnen jetzt nicht darauf eingehen. Das sind also ganz bestimmte Areale im Gehirn, die für bestimmte Fähigkeiten oder, wenn sie gestört sind, Unfähigkeiten eben stehen. Zum Beispiel auch Koordinationsstörungen. Wenn ich das habe, kann ich nämlich stürzen. Das ist der wahrscheinlichste Zusammenhang. Denn wir sehen das auch bei Kindern, die zum Beispiel schon in der Schule schreiben gelernt haben. Wenn dann die Halsentzündung kommt, wenn die Autoimmunreaktion kommt, die Basalganglien dann betroffen sind, dann können die auf einmal nicht mehr koordiniert schreiben. Die haben eine gruselige Schrift und das geht sogar so weit, je nachdem wie die Ausprägung ist, dass man keinen Kreis mehr malen kann, ob man Links- oder Rechtshänder ist, ist egal, sondern nur noch Vierecke. Weil der Kreis ist hochkompliziert und diese Komplexität der Koordination, die geht verloren. Das wäre die Feinmotorik. Und bei ihr scheint die Grobmotorik schon früh gestört gewesen zu sein, sonst wäre sie nicht so entsetzlich oft gestürzt. Und ich meine, ich habe bis dato, muss ich ehrlich sagen, in meinen über 50 Jahren Tätigkeit noch keinen gesehen, der über 5 Schädelhirntraumata hatte. Ja, mal einen beim Sturz.
was weiß ich nicht, Turner oder so, ja, oder auf, bei dem Eislauf erster Versuch oder beim Rollschuhfahren, das findet man schon. Aber dann findet man eben so häufig das nicht. Und das lässt vermuten, dass hier dieser Autoimmunprozess schon früh begonnen hat mit den ersten 1, 2, 3 Halsentzündungen und vielleicht auch diese Schilddrüsenunterfunktion, Typ 2 in diesem Fall, schon früh da war. Also, das Kind hat eine Bartonella-Infektion, eine Borrelia-Infektion, Streptokokken im Hals, Uriaplasma hatte sich von ihrem ersten Freund wohl geholt und eine Yersinie-Infektion im Darm. Der Darm war sehr problematisch. Auch da haben wir eine ganz gezielte Darmtherapie eingeleitet, auch in Vorbereitung natürlich der Antibiose, weil ich kann ja nicht jemand, der große Schwierigkeiten im Darm hat, oder kann man das doch? Vielleicht sehen wir nochmal so einen Fall, wo wir auch jemanden haben, der massive Durchfälle hat und wir behandeln ihn trotzdem mit Antibiotika. Ob das Erfolg bringt, werden wir noch sehen. In diesem Fall war aber wichtig, wenn diese ständige Attacke des Immunsystems auf die eigenen Körpersubstanzen, in diesem Fall die Basalganglien, permanent anhalten, bekomme ich meine Symptomatik nicht weg. Und das Wunderbare daran ist, und das hat sich eben halt als Erfolg auch gezeigt, dass wenn man jetzt hergeht und diese Keime mit ihrer Kraft, die sie haben, über das Immunsystem gesteuert, sozusagen dann das Gehirn anzugreifen, denen kann man das Handwerk legen. Und das haben wir gemacht, indem wir erstmal IV sie mehrere Wochen behandelt haben. Sie ist dann zwischendurch wieder nach Hause, hat dann weitere 8 Wochen Antibiose oral gemacht, also über die Tabletten und Kapseln sozusagen. Auch da wieder mindestens 2 Antibiotika und ein Antiparasitikum. Ja? Und siehe da, sie hat eben halt sich dann so verbessert, dass also das Glück unermesslich war. Das hat mich auch sehr gerührt. Alle Antiepileptika konnten abgesetzt werden, auch die Beruhigungsmittel und die Psychopharmaka, die sie hatte, konnten abgesetzt werden. Und der Neurologe hat, der natürlich nochmal aufgesucht wird, nur gesagt, ich verstehe es gar nicht, warum geht es Ihnen denn so gut? Ja, diese Geschichte ist beeindruckend gewesen und für mich persönlich war es auch ganz wichtig, dass man hier wieder sieht, Infektionen spielen eine Rolle, das Immunsystem ist irritiert und geschwächt und es attackiert trotzdem immer noch und zwar so, dass auch körpereigene, ganz wichtige Areale im Gehirn, die wirklich wesentliche Funktionen für uns bereitstellen, dass die gestört waren. Und diese Erkrankung ist also eine kombinierte Infektionskrankheit und dieses Autoimmunphänomen nennt man Pandas, wie die Pandasbären im Zoo. Und wenn das nicht von Staphylokokken im Hals gemacht wird, dann heißt das Pans. Also diese beiden Begriffe kann man mal vielleicht googeln, wenn man will. Auf YouTube gibt es da einiges so Schönes zu sehen. Und das führt eigentlich normalerweise nicht schleichend, wie das hier war, sondern plötzlich führt das eben halt zu einer massiven Erkrankung neurologisch-psychiatrischer Art. Und deshalb ist auch in dem Namen das Psychiatrische, das P ist auch drin. Ja. Mhm. Aber hier ist die Schnittstelle zwischen Infektion und Psychiatrie sozusagen. Ja. Und oft ist das so, dass eben das einfach als psychosomatisch interpretiert wird. Wenn die massiv sind, die Beschwerden, dann geht es natürlich doch in die Psychiatrie. Wenn dann der Psychiater diese Zusammenhänge, die ich jetzt hier kurz angerissen habe, noch nicht kennt, dann kann dem Kind eigentlich nicht geholfen werden. Denn das kann man eigentlich nur wegdämpfen, indem man jemanden also wirklich nur noch Beruhigungsmittel und psychotherapeutische Behandlung versucht und auch die Psychopharmaka eben halt zum Einsatz bringt. Aber damit ist die Heilung nicht garantiert. Ja. Und nochmal, unser Ansatz ist ja lösungsorientiert. Die richtige Diagnose, die richtige Therapie, zurück zur Gesundheit. Das war das Ziel und wir haben es erreicht. Maria, nenne ich sie jetzt mal, hat gekämpft, fantastisch, viel geweint, aber doch am Ende haben wir gewonnen. Die Mama hat unglaublich unterstützt, psychologisch sehr stark, waren auch wunderbare Dialoge mit ihr, ganz intelligente Frau. Und wir haben hart gekämpft und wir haben dann die Lösung gefunden. Wie lange ist es insgesamt gegangen? Zwischen dem ersten Praxisbesuch bei Ihnen und dem Abschluss dann? Fast ein Jahr. Fast ein Jahr. Weil ich glaube, solche Aussagen sind auch wichtig, dass das chronisch Erkrankte auch wirklich wissen, was bedeutet das dann. Und das Ding ist, ich habe ja eher schlechte Erfahrungen mit Antibiotikum gemacht. Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Tabletten mir verabreicht wurden. Und meinem Darm ging es dann immer schlechter und ich hatte immer noch mehr Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Deswegen ist es natürlich für viele, die so eine Vorgeschichte haben, man denkt dann, was? Jetzt nochmal mit irgendeinem Gift dahinter. Wie stellen Sie sicher,
dass das gezielt abtötet? Und wie stellen Sie sicher, dass da auch wieder ein Aufbau stattfindet? Ja, bevor wir diese Fragen stellen, müssen wir natürlich das machen, was ich hier kurz ja beschrieben habe. Ich darf an jemanden, der in so einen maroden Zustand zu mir kommt, eigentlich gar nicht sofort mit einem Antibiotikum behandeln. Mhm. Und das machen wir auch schon seit über 20 Jahren, machen wir das gar nicht mehr. Denn wenn Sie Nahrungsmittelunverträglichkeiten schon haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie die Antibiotika, die ja auch in Anführungsstrichen Nahrungsmittel sind, natürlich auch nicht vertragen, ist ja riesig. Ja, deswegen werde ich ja den Körper, der eh schon nichts verträgt, nichts hineinstecken. Das ist oft ein ganz schwieriger Balanceakt. Wann kann man jetzt beginnen mit der spezifischen antiinfektiven Therapie, will ich es mal nennen? Manchmal sind es auch die Antiparasitika, die ja erforderlich sind, weil viele haben ja auch Wurmerkrankungen, die auch das Immunsystem triggern, also Schwächen im Immunsystem hervorrufen können. Und das ist eben halt nicht einfach. Wenn man aber das vorher nicht untersucht, das machen ja fast auch nur die Heilpraktiker. Die Heilpraktiker dürfen keine Antibiotika verschreiben. Das heißt, die sind sowieso keine Freunde der Antibiotika, will ich mal sagen. Die kümmern sich dann um die Entsäuerung, um die Entgiftung, um den Darm. Das ist auch alles wunderbar. Das muss man auch machen. Aber was nicht zusammenkommt, das, was der Heilpraktiker hier macht, was ich kurz angerissen habe hier, und das, was der Arzt als wirklich Arzt, der promoviert ist, beziehungsweise der approbiert ist, also damit die Fähigkeit besitzt, Rezepte auszustellen, was ja der Heilpraktiker nicht darf, das kommt ja nicht zusammen. Das heißt, der Arzt müsste jetzt das, was der Heilpraktiker macht, eigentlich machen, den Darm untersuchen, die Mängel untersuchen, ach, Vitamine, naja, dann nehmen Sie mal ein paar. Ja? Nicht, dass es nicht Ärzte gibt, die das machen, das bezweifle ich gar nicht. Es gibt wunderbare Ärzte, die das alles können, die auch das Wissen des Heilpraktikers im Kopf haben und zur Anwendung bringen. Früher war das ja sowieso so, dass das Wissen des Heilpraktikers der Arzt lernen musste. Bis 1945 war das so, dann hat man das geändert. Warum auch immer. Wichtig ist also, dass man dieses Wissen kombiniert. Dann kann ich also erst den Darm erstmal in Ordnung bringen. Die ganzen Defizite kann ich beseitigen. Die bekommen vielleicht auch Infusionen, die kommen Vitamin B12, die anderen B-Vitamine, die Mineralien, ganz wichtig. Viele brauchen auch Aminosäuren. Ja. Manche können nichts mehr resorbieren und sind dadurch massiv im Mangel. Und bevor ich die Ursache der schlechten Resorption, der schlechten Aufnahme der Nahrungsmittel und der ganzen wunderbaren Stoffe, die da drin sind, bevor ich das eben behandeln kann, muss ich aber erstmal das geben, was fehlt, um sie wieder kräftig zu machen. Und dann sieht man eben halt auf einmal, jetzt klappt es. Jetzt kann ich schon wieder besser essen, ich kann mehr vertragen, ich kann mehr resorbieren, mehr aufnehmen. Und dann kann man auch wagen, gemeinsam mit dem Patienten den richtigen Zeitpunkt zu finden. Jetzt müssen wir starten. Denn irgendwann merkt man, selbst mit B12, B1, B2, B6, wie sie alle heißen, oder auch mit den Mineralstoffen, bekomme ich ja die ursprünglichen Beschwerden, die durch die Inflammation, durch die Entzündung, durch die Infektion kommen, die bekomme ich nicht weg. Und irgendwann ist der Punkt da, wo ich sage, ja, jetzt werden wir diesen schwierigen Balanceakt versuchen, manchmal. Andere Fälle würden das auch vielleicht nochmal zeigen, haben wir dann eben eine Verstärkung der Durchfälle. Und dann muss man natürlich, das ist nicht einfach, und wir werden, wenn wir noch andere Fälle vorstellen, auch mal sehen, wo unsere Grenzen einfach liegen, wo ich dann einen Patienten habe, der einfach sagt, nee, mache ich nicht, will ich nicht. Gibt's ja auch. Und dann muss man den ja auch gehen lassen. Ne? Und die Frage, die Sie gestellt haben, wie kriegen Sie das eigentlich hin, das ist im Grunde die Kunst des Ganzen, den Balanceakt mit dem Patienten, dem Einverständnis, was vorausgesetzt ist, und gleichzeitig auch der Erfahrung, welches Antibiotikum muss hier eingesetzt werden oder welche mehrere Antibiotika, wann kann ich damit anfangen? Das ist ein großer Erfahrungsschatz, der ist nicht ganz einfach zu erwerben. Ja, wenn man natürlich so diesen langen Weg genommen hat, wie ich, auch schon durch die Schulung, die bei meiner Mutter war. Wir haben ja damals schon viele komplexe Krankheitsbilder gehabt, als ich noch sehr klein war. Das habe ich mir natürlich gemerkt. Und deshalb ist man vielleicht im Umgang mit diesen Dingen etwas gewiefter, will ich mal sagen, etwas raffinierter. Und dann wird man den Zeitpunkt finden bei den Patienten, wo man dann wirklich sagen kann, jetzt müssen wir den Versuch wagen, jetzt musst du antiinfektiv behandelt werden, sonst kriegen wir die ganze Sache nicht in den Griff. Also das ist ein Abstimmungsprozess, ein Suchprozess, und dann kann man eben halt auch loslegen. Und manchmal muss man eben halt nochmal eine Pause einlegen und sagen, das reicht noch nicht, du hast die Konditionen dazu nicht. Und das kann ich jetzt in Ihrem Falle nicht beurteilen, wie das bei Ihnen war, was hat noch gefehlt oder was hat gestört. Und vielleicht war es auch nicht das richtige Medikament. Das kann man so nicht sagen, das muss im Einzelfall immer geprüft werden. One size fits all gibt es hier nicht. Nee, ja? Das ist... Also insofern ist das natürlich immer wieder spannend und ist, glauben Sie mir, immer wieder eine Herausforderung. Ich weiß auch nicht alles, aber wir arbeiten uns gemeinsam mit dem Patienten, vor allem wenn man ihm zuhört,
weiß man genau, was ihm fehlt, arbeiten wir uns eben halt langsam zum Gipfel vor. Und in diesem Falle hier bei der Maria ist das wunderbar gelaufen. Lange hat es gedauert und man braucht dafür wirklich Ausdauer. Ja. Wie ist eigentlich der Kostenpunkt? Wie viel übernimmt die Krankenkasse bei so einer Behandlung? Weil ich kenne es von mir. Ich habe schlussendlich alles selber bezahlt. Also alles, was mir wirklich Heilung gebracht hat, habe ich selbst bezahlt. Wie ist das jetzt in Ihrem Fall? Ja, das ist eine ganz komplizierte Materie. Die Krankenversicherung, muss man zunächst mal sagen, und das kann ich auch verstehen, das muss auch der Patient verstehen, sind Wirtschaftsunternehmen. Ja, die sind nicht gegründet worden, um ihm primär zu helfen, sondern das sind Wirtschaftsunternehmen, die müssen Bilanzen vorlegen, denn das Ganze muss ja finanziert werden, muss getragen werden und kann ja nicht morgen pleite gehen. Da haben sie nichts von und haben die auch nichts von. Das muss erstmal verstanden werden. Das ist was anderes, als wenn Sie jetzt ins Restaurant gehen und wollen da was essen, dann haben Sie sowieso etwas im Portemonnaie, denn Sie wissen, was Sie da Wunderbares, Leckeres bekommen und bestellen und vielleicht auch noch trinken, das muss bezahlt werden. Ich sage dann immer, um diese beiden Dinge eben halt zusammenzubringen, man muss sich zunächst mal, wenn man keinen Erfolg hat und wenn man so krank ist und wenn man sieht, die eigene Existenz ist gefährdet, die Schulausbildung, das Studium oder die weitere Fortbildung oder später, wenn ich im Beruf stehe und habe Verantwortung zu übernehmen, entweder als Angestellter oder vielleicht sogar als Chef, wenn ich selbstständig bin, dann hat das ja eine ganz große Bedeutung für mich. Was nützt mir das denn, wenn ich sage, ja, übernimmt das meine Krankenkasse, ja oder nein, und ich kann nicht mehr weiterarbeiten, mein Geschäft geht pleite oder ich verliere meine Stelle? Dann muss man abwägen. Und jetzt führe ich Sie dahin zur Antwort Ihrer Frage. Ich muss mir vorher genau überlegen, wenn ich, und das ist bei meinen Patienten etwas einfacher vielleicht als in der normalen Praxis. Wenn ich in die normale Praxis gehe, dann erwarte ich, dass das irgendwie übernommen wird von meiner Krankenversicherung, sei es in der Ersatzkasse oder eben eine Privatkasse. Aber wenn man zu mir kommt, hat man ja das alles schon hinter sich. Man hat schon viele Dinge bei dem Heilpraktiker gemacht. Man hat seine Vitamine bekommen. Da sagt die Krankenkasse, Vitamininfusion interessiert mich überhaupt nicht. Das bezahlen wir nicht. Ne? Dann geht man mit der Selbstverständlichkeit her und übernimmt die Kosten. Ich sage immer, wenn ihr ins Restaurant geht, müsst ihr alles selber bezahlen. Und wenn ihr zu mir geht, dann ist das ein medizinisches Restaurant sozusagen. Geht erstmal davon aus, dass die Krankenversicherung so gut wie nichts übernimmt. Ich bin ja auch nur privat niedergelassen. Das heißt, alle, die eben Ersatzkasse versichert sind, die bekommen das sowieso nicht erstattet, was ich an Rechnung schreibe. Ne? Das wissen aber auch diese Menschen, denn die haben sich ja vorher schon überlegt, warum gehen sie zum Janssen Rossig? Die sehen, dass ich privat nur annehme sozusagen oder nur private Rechnung schreiben kann. Und sie wägen dann ab die Kosten mit dem Risiko, wenn das nicht wieder hinkommt, wenn sie nicht wieder gesund werden. Insofern muss man hier zunächst mal davon ausgehen, das ist ein völlig anderer Besuch bei mir als bei anderen Ärzten. Ja, das heißt, die Routine, der Check-up, was man so macht, ach ja, kommen wir mal Ihre Leberwerte machen, machen wir mal Ihre Nierenwerte, das übernehmen auch die Ersatzkassen natürlich. Wenn es dann aber um solche komplexen Sachen wie hier geht oder möglicherweise auch diese Untersuchung, die in Amerika gemacht worden ist, so sie denn nötig ist, das muss ich natürlich entscheiden und verantworten, dann kann man, wenn man will, wenn man privat versichert ist, kann man einen Antrag bei der Kasse stellen. Ich kann Ihnen sagen, in 90% der Fälle wird das nicht übernommen. Ja, ja. Und dann ist es eben halt so, wir haben ja auch, meine Patienten sind ja keine Laufkunden, die kommen jetzt nicht um die Ecke, sondern die kommen aus ganz Europa, manchmal auch von der ganzen Welt. Das heißt, die haben dann nur ein oder zwei Chancen. Die bleiben vielleicht mal eine Woche in Berlin, dann kommen sie am ersten Tag und am letzten Tag der Woche und dann muss ich in dieser Zeit alles herausfinden. Das bedeutet für mich, nur um das mal klar zu machen, ich muss eine Blutabnahme machen. Das sind viele, viele Röhrchen. Und dann muss eigentlich da alles gemacht werden. Das wollen die normalen Krankenversicherer überhaupt nicht. Denn die sagen, das soll eine Stufendiagnostik sein. Diese Stufendiagnostik haben die aber alle schon hinter sich, denn die sind ja schon jahrelang krank. Ja, die sind ja schon im Loch sozusagen. Mhm. Und dann sage ich, Stufendiagnostik können wir jetzt gar nicht machen. Sie können ja nicht aus Dubai oder sonst woher jetzt nochmal hier anfliegen, nochmal wiederkommen oder aus Ibiza oder wo die jetzt überall herkommen. Oder aus Finnland zum Beispiel auch kommt dann eine Frau zu mir oder aus Südfrankreich oder wie jetzt eben auch aus München ist ja auch schon eine weite Reise heute. Da kann ich ja nicht sagen, jetzt kommen sie dann und dann und dann nochmal wieder. Das heißt, ich muss es versuchen, in einem Guss zu machen. Das widerspricht schon mal der Philosophie, will ich es mal nennen, der Krankenversicherer, auch der privaten. Das wollen die gar nicht. Das sagen sie so, was hat denn der Janssen Rossig da alles untersucht? Deshalb sage ich, 3/4 meiner Patienten sind Selbstzahler, die sind nämlich Ersatzkasse versichert. Die haben sich das schon, bevor sie zu mir kommen, überlegt.
Wir haben gesagt, wir kratzen das zusammen, das Geld. Entweder ich habe es bespart, ich habe es, oder ich leiste bei meiner Oma, haben wir auch wieder die Mama oder der Papa springen ein oder wie auch immer. Schwierig ist es für die, die gar kein Geld haben und so krank sind. Das hat mich schon lange eigentlich bewegt im Herzen. Und ich bin immer noch dabei, vielleicht können wir das mal gemeinsam schaffen. Ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt, dass wir vielleicht mal eine Stiftung machen können, die eben halt so gestaltet ist, dass die, die vielleicht die Gesundheit wieder haben oder die viel Geld haben, da einzahlen, die ja auch gemeinnützig dann sein kann, die Stiftung, dass man darüber die Patienten finanzieren kann. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Soweit sind wir noch nicht. Was man sich überlegen muss, will ich gesund werden, ja oder nein? Das ist die erste Frage. Ne? Gehe ich ins französische Restaurant, kostet viel Geld, na, möchte ich gerne machen, dann gehe ich dahin und dann muss ich mir überlegen, was kostet das? Und ich bin ja selbst gar nicht so teuer, sondern das Teure ist erstmal die Labordiagnostik. Genau, die Diagnostik. Ja. Die ist unwahrscheinlich teuer. Alle Parameter werden einzeln abgerechnet. Und wenn man dann hinterher die Rechnung bekommt, ist man erstmal überrascht. Aber man ist dann nicht mehr überrascht, wenn man vorher fragt. Wir geben den Patienten auch immer die Bögen mit. Sagt, kopiert euch die Bögen, ihr könnt euch das zusammenrechnen. Man muss immer so 2.000, 3.000, 4.000 Euro muss man für das Labor rechnen. Das ist einfach so. Und dann, je nachdem, wie die Therapie zu gestalten ist, müsste man da auch nochmal 2.000, 3.000, 4.000 Euro rechnen, sodass man schon auf eine erhebliche Summe kommt. Aber gemessen am Leben, gemessen an der eigenen Karriere und gemessen an deiner Entwicklung im Leben, der Partnerschaft, was auch immer damit verbunden ist, ist das eine relativ kleine Investition. Ja, es gibt viele Frauen, die kaufen sich Kleider für 1.000, 2.000, 3.000 Euro. Es gibt Leute, die kaufen sich von mir aus auch auf Kredit natürlich ein teures Auto. Da kriegt man ja gar nichts unter 15.000 Euro. Ja, und ich bin immer wieder erstaunt. Da ist eine Selbstverständlichkeit da. Das wird gekauft, selbstverständlich. Und wenn es dann dahinter sagt, ja, wieso zahlt das meine Krankenversicherung nicht, dann wird das nicht verstanden. Nochmal, die Krankenversicherung müssen nicht alles bezahlen, was mich gesund macht, sondern wir müssen in die Regeln hineingehen, müssen uns das angucken. Wenn ich die Police unterschreibe, muss mir klar sein, das ist ein ganz begrenzter Umfang, der übernommen wird. Wir sehen es ja bei den Zahnärzten ganz besonders. Ja, wie hoch ist da oft die Selbstbeteiligung? Ne? Und bei uns ist eben halt die Selbstbeteiligung sehr hoch. Und nochmal, um uns selbst auch zu schützen. Ja, wir arbeiten ja mit einem sehr, sehr kleinen Team sehr intensiv, 14 Stunden am Tag, auch am Wochenende oft durch. Im Moment jetzt ein bisschen reduziert, aber dann müssen wir natürlich versuchen, das Ganze irgendwie in den Griff zu bekommen. Und das ist nicht einfach. Wichtig ist, dass der Patient weiß von vornherein, möglicherweise muss ich das alles selber übernehmen. Wir können das auch mit ihm besprechen, aber was wir nicht machen können, wir können dann nicht hinter 5, 6, 7, 8, 9, 10 Schreiben an die Krankenversicherung schreiben. Die sind nämlich ganz raffiniert, die schreiben dann, ja, Herr Janssen-Rossek muss ja nur noch ebenso sagen, warum er das gemacht hat. Und dann kommen 4, 5, 6 DIN A4 Seiten, ja, das wollen sie und das bezahlen sie nicht und können sie das mal kommentieren. Und wir sitzen dann, wir können den Patienten ja nicht 100 oder 150 Euro pro Stunde abbrechen, wir sitzen dann 3, 4 Stunden da dran. Und wenn man dann viele Patienten hat wie wir, Vorsicht, am Tag haben wir nur wenige, insgesamt über das Jahr gesehen ist das ein größeres Volumen. In der normalen Kassenpraxis, wie bei meiner Schwiegertochter zum Beispiel, da sind dann 150 Patienten am Tag. Sowas haben wir natürlich nicht. Wir haben 4, 5, 6 Patienten manchmal am Tag, wenn es hochkommt, 10. Ja, wie soll ich das machen? Ich muss ja mit denen 1, 2 Stunden reden. Also nochmal, wir können dann nicht kämpfen und schreibt doch mal eben einen Brief, die Krankenkasse ist ja dann bereit zu zahlen. Wenn die es nicht will, dann zahlt die es auch nicht. Und unsere Argumente verstehen die nicht, weil eben, wie ich das am Anfang gesagt habe, unser Ansatz ein anderer ist. Der entspricht nicht dem klassischen Denken. Das hatte ich als the other look bezeichnet. Und die wollen gar nicht in eine andere Richtung gucken. Die wollen vor allen Dingen eben halt ihr Geschäftsmodell aufrechterhalten. Ja. Und das muss man vorher wissen, bevor man sich eben halt auf diese Arie einlässt. Ganz wichtig. Genau. Ja, super. Deswegen habe ich auch nochmal nachgefragt. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt auch. Ich sage immer, alles ist Energie, auch Geld. Und wenn man vorher weiß, wo die Energie hinfließt, dann ist es einfach gut, dann ist es gesagt. Und also ich verstehe das Konzept natürlich total oder die Gesetze, die auch herrschen, wo kann man andocken, wo nicht. Aber schlussendlich ist Selbstheilung immer eine Selbstverantwortung. Also das ist das, was ich bei meiner Heilreise lernen durfte. In dem Moment, wo ich gemerkt habe, okay, es geht nicht daran vorbei, als dass ich in die Verantwortung gehe, auch wenn ich nichts dafür kann, auch wenn die ganzen Umstände ich mir so nicht ausgesucht habe, ist es jetzt trotzdem einfach mein Leben. Und
ich weiß, dass ich dieses Leben aber in eine andere Richtung lenken kann. Und bei uns hat es zum Beispiel geheißen, dass wir jahrelang kein Auto hatten, dass wir in einer sehr günstigen kleinen Wohnung leben, immer noch, um einfach da den Finanzstrom anders zu leiten. Und solche Dinge sind möglich. Vor allem, wenn man krank ist, ist der einzige Wunsch, einfach gesund zu werden. Ja, ich glaube, man muss das auch sehr, sehr ernst nehmen, denn ich meine, diese Dinge, die wir hier bearbeiten und die Fälle, die ich auch hier vorstellen möchte, insbesondere hier diese komplexen Krankheitsgeschichten, die haben ja auch erhebliche Folgen. Ich meine, dann kann man unter Umständen nichts mehr machen im Leben. Und wer will das denn? Und ja, die Schicksale sind dann dramatisch. Und insofern kann man hier auch froh sein, dass das Kind so früh über die Mutter letztendlich zu uns gekommen ist. Und nochmal vielleicht zu mir. Ich will ja auch nicht der einzige Arzt auf der Welt sein, der sowas macht. Da habe ich gar kein Interesse. Außerdem habe ich ja in meinem Alter die Kapazität, nicht mehr hier 10, 20 Patienten am Tag zu machen. Was ich will, und deshalb mache ich ja schon Schulungen online jetzt, insbesondere nochmal durch Corona. Das war ein gewisser positiver, neben vielen negativen Aspekten, war ein positiver Aspekt, dass wir eben halt jetzt sehr viel auch Fernberatung machen können, also Online-Beratung machen können, Termine machen können. Das machen wir auch mit unseren Patienten, damit die nicht immer anreisen müssen. Und der zweite Grund, warum ich mich nochmal so engagiert habe, und ich sitze ja auch hier in meinem Studio in Berlin, wir machen halt Online-Kurse für Therapeuten, damit eines Tages mal, vielleicht in 10 Jahren oder in 5 Jahren, hoffentlich geht das schnell, dass wir eben viele Therapeuten haben, damit keiner mehr eine Reise machen muss, sondern einfach nur nach nebenan geht und sagt, guck mal, da ist ein Heilpraktiker, der arbeitet mit dem Arzt zusammen, da gehe ich jetzt hin. Und dass die Fragen, die wir stellen, da auch gestellt werden und die Antworten, die wir finden, auch da gefunden werden. Das ist Ziel meiner ganzen Aktivität. Ich könnte mich ja jetzt auch zur Ruhe setzen mit 72 Jahren mittlerweile. Bitte noch nicht. Bitte bleiben Sie noch ein bisschen. Aber ich sage Ihnen, warum ich das mache. Ich möchte gerne einen Leuchtturm, weil ich selber so krank war, jahrelang, und habe lange, Jahre gesucht nach Laboren, nach Leuten, die mir helfen, die mir eine adäquate Therapie geben. Ich möchte einfach die Erfahrung, die ich habe, jetzt nochmal weitergeben. Und wenn, dann jetzt, wann sonst? Und deshalb mache ich das Ganze. Und ich mache das gerne, mir macht das Freude. Ich gehe jeden Tag gut gelaunt und motiviert in die Praxis und ich empfinde das nicht als Belastung, wenn so jemand zu mir kommt, sondern das ist für mich eine Herausforderung und es macht uns allen dann gemeinsam auch Freude, auf die Suche zu gehen. Denn ich glaube, das wirklich Schöne fängt da an, wo man dem Menschen zuhört und ihm auch das glaubt, was er sagt. Was habe ich für eine Veranlassung, wenn einer sagt, ich bin depressiv, ich habe furchtbare Ängste vor Strohhalmen, dann warum soll ich dem das nicht abnehmen? Ist doch schlimm, wenn man vor Strohhalmen Angst hat. Mhm. Und das müssen wir eben halt erkennen, dass das die wichtigste Voraussetzung ist, der Dialog und auf demselben Niveau in Augenhöhe sozusagen mit dem Patienten sich an die Krankheit herantasten, an die Diagnose und dann letztendlich die richtige Therapie gemeinsam mit ihm dann auch erkämpfen und durchführen. Das ist das Ziel und das muss jeder machen. Wer das nicht macht, hat keine Chance und das ist traurig, denn dann geht es auch nicht mehr weiter. Ja. Und das war ja ein junger Mensch hier, sehr junger Mensch. Wir haben natürlich auch Ältere, wir haben auch noch viel Jüngere, 6, 7 Jahre alt. Also wir haben ein breites Spektrum von 7, sage ich mal, bis 87 oder 90. Ja, vielen Dank, Dr. Janssen Rossek, für das Vorstellen diesen ersten Falles. Ich bin wirklich sehr geflasht und aber auch sehr glücklich, dass es natürlich so positiv ausgegangen ist. Und ich freue mich auf die... Mir läuft noch ein Schauer über den Rücken, wenn ich dran denke, an die vielen Sitzungen, wo die Tränen geflossen sind, aber dann hinterher, wo so viel gelacht und sich umarmt worden ist. Das war eine ganz tolle Sache. Und jede Sache ist wieder spannend und es geht um Menschen. Jeder ist so anders und jede Krankheit ist so anders. Ja. Und am Ende gibt es nur eine Freude, die Freude über die Gesundheit. Gutes Schlusswort, das nehmen wir so. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Es werden noch weitere Fälle besprochen mit Dr. Janssen Rossek. Bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Ciao.